von allem, was hätte unter dir sein können, ne? Ja. Was? Die Sniperfliege. Nach rechts weiter, hätte ich jetzt gesagt? Oder noch weit? Ne, da unten noch. Ich lasse mich gerade aber auch von allem treffen. Achtmal. Ich bin gerade zu blöd für alles. Ich wollte noch ein bisschen Seele farmen und das hat ja hervorragend funktioniert. Also wo sollte ich jetzt... Stalaktit. Auf die Karte mal kurz. Gleich. Weißt du, ich so, ich will noch ein bisschen Seele farmen. Auch ich. Lass mich von allem treffen. Runter und dann nach rechts. Also war ich hier doch richtig. Mhm. Es ist so, du siehst diese Spuckfliegen und schiebst schon Panik und willst eigentlich einfach nur weg. Close one. Bleiben Sie hier. So, jetzt kann ich mal wieder voll heilen. So, und dann rechts durch. Wieso habe ich den eigentlich noch nicht gemacht? Schwarze Wand. Aha. Ah ja. Das heißt, hier ruhig einen Punkt hinsetzen? Ja. Ah. Ich muss mal kurz mal in den Raum. War ich in dem Raum überhaupt schon mal? Nee, ne? Mm-mm. Gesundheit. Danke. Und Entschuldigung. Okay. Also so ein bisschen ähnlich wie der, ich glaube, allererste Kriegertraum, den ich hatte beim Grünweg in diesem Gebäude. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Dankeschön. Mit den ganzen Plattformen. Mit dem Vorteil, hier sind keine Stacheln unten. Aber wir haben ja noch einen Kriegertraum. Eigentlich. Nee, das ist der letzte, oder? Aber der, wo ich immer zu schwach für bin. Wo ich immer wieder dran vorbeilaufe. Ach so, der. Nee, das ist was anderes. Ach so. Okay. Dann nicht. Markot. Du bist weit gekommen, nur um hier am anderen Rande der Welt zu sterben. Nein, sag nichts. Ich habe schon tausende und abertausende Worte von deinesgleichen gehört. Dein Stolz, deine Wünsche, deine Verzweiflung. Du wirst all diese Dinge mit dir nehmen, wenn ich dich niederstrecke. Zieh deine Waffe und stirb, wie alle, die vor dir kamen. Okay. Ist das eigentlich auch so, ja, lore-technisch generell so eigentlich oft der letzte, den man macht? Es ist zumindest der, an den du am spätesten drankommst, würde ich sagen. Also könnte es auch der stärkste sein. You can do it. Erstmal gucken, was er überhaupt macht. Ach, guck mal, der hat so ein Schild. Oh, den habe ich. Ah ja. Gekonnt ignoriert. Das ist, was willst du von mir? Ah! Ah, das Schild macht aber auch Schaden. Das ist interessant, dass du an sich, nicht, also du hast zum einen den Schild natürlich, der dir das Leben so ein bisschen, schwer macht. Und der ja auch in diesem Modus hier so ein bisschen um sich schlägt, aber das ist eigentlich ziemlich gut zum Heilen. Das heißt, du musst da natürlich so ein bisschen aufpassen, dass du nicht gegen den Schild die ganze Zeit schlägst. Aber es ist... Springst. Ja, oder das. Oh, ich bin an der Kante hängen geblieben. Aber es ist irgendwie... Moment. Super interessant, dass du quasi nicht unbedingt auf den Boss achten musst, wenn es darum geht, den Angriffen auszuweichen, sondern quasi auf seine Zahnstocher. Haben die eigentlich so ein bisschen Homing, die Zahnstocher, schon, ne? Bis zum Punkt, wo die abschießen, zielen die auf dich. Aua. Nein, Moment, ich muss wieder kurz weg. Es ist ein interessantes Prinzip auf jeden Fall. Ja. Und er selbst sollte auch nicht unbedingt. Aber warum? Der ist die ganze Zeit vor mir abgehauen und jetzt verfolgt er mich plötzlich. Zufall? Also er haut so ein bisschen vor mir ab. Und ich muss ihm so ein bisschen verfolgen. Bloß er hat sein Schild halt die ganze Zeit, auf den ich so ein bisschen aufpassen muss. Aber er selbst attackiert mich eigentlich nicht. Er greift mich eher passiv an. Aua. Und hat dann
diese Nägel, die aber, glaube ich, auch immer aggressiver werden, habe ich so das Gefühl. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Reichweite von seinem Schild immer größer wird. Oh, er hat zwei Schilde, okay. Das war nicht das, was ich meinte. Oh, jetzt bin ich 1 Million Mal in ihn reingesprungen. Ja. Ich glaube, seine Reichweite wird zwangsläufig größer. Weil er mehr Schilde hat. Aua. Das ist... Aua. Gar nicht so einfach. Der ist doch, finde ich, ein bisschen anspruchsvoller als manch anderer, den ich gesehen habe. Heißt, zum einen, du darfst den Boss nicht berühren. Du darfst den Schild vom Boss nicht berühren. Er bekommt mehr Schilde im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar noch einen dritten bekommt, aber dann wiederum würdest du ihn fast gar nicht mehr treffen. Also vielleicht sind es auch nur zwei. Aber da ist halt schon schwierig, du kannst ihn halt nicht immer treffen. Plus er bewegt sich ja auch die ganze Zeit. Das heißt, du musst ihm quasi die ganze Zeit so ein bisschen hinterherlaufen und ein bisschen Plattform und so. Also du kannst ihn halt nicht so extrem oft treffen letztendlich. Plus er hat diese Nägel, die er nach dir schießt, die auch... Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr werden, aber sie werden zumindest sehr viel schneller und aggressiver. Also du kannst eigentlich gar nicht stehen bleiben. Könnt ihr jetzt noch ein bisschen Seele farmen? Wenn du auf die Fresse bekommst. Wusstest du das jetzt jinxen? Ja. Okay. Also der ist schon nicht so leicht, weil du viel hast, auf was du achten musst. Und vor allen Dingen, was ich so interessant finde... ist die Tatsache, dass es sehr ungewohnt ist, weil normalerweise achtest du immer auf den Boss an sich und guckst, dass er, wenn er dich angreift, aber jetzt hast du quasi noch eine separate Quelle, die dich angreift. Es fühlt sich schon fast an, als würdest du gegen zwei Bosse gleichzeitig kämpfen, ihn und seine Nägel. Also das finde ich schon mit am härtesten. Ich will den Kinderparadies-Typen zurück. Also ich glaube, da muss ich mir erstmal so ein bisschen wieder reindenken. Aua. Aua. Ich lasse mich später noch oft genug treffen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt am Anfang machen. Und ich glaube, wie gesagt, seine Reichweite... Aua. ...wird zwangsläufig größer. Kann er bitte nicht in mich reinfliegen? Weil er ja mehr Schilde bekommt. Ich hätte meine Talismane wechseln sollen, fällt mir gerade ein. Warum hast du mich nicht dran erinnert? Weiß nicht. Ich dachte, du wolltest es nochmal so versuchen. Ja klar, bei jedem Bosskampf wechsle ich meine Talismane. Aber dem natürlich, da wollte ich es so machen. Aber ich habe sonst einfach nicht dran gedacht. Okay. So manchmal... Bleibst du aber auch einfach richtig doof an der Kante stehen. Ich frage mich ja, ob die Phase, die er da gerade hat, eigentlich total gut wäre, um ihm Schaden zu drücken, wenn du einfach dicht bei ihm dran stehen würdest. Boah, das Schild geht ja weg von ihm und es spawnen keine Lanzen, ne? Ja. Wenn er an einer guten Stelle steht. Problem ist, du kannst ja nicht heilen halt. Ja. Und ich halt auch dabei sehr viel Schaden genommen habe. Also es ist schon gut, denke ich, um ihm Schaden zu drücken. Aber
Ja. Ist der Typ denn? Gräber, Sauron. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob du da unten in der Ecke safe bist. Nein! So manchmal will ich ihn auch erwischen und er kommt dann leider genau sehr ungünstig da lang, wo ich gerade bin. Gut, ich kann mich eh gerade nicht heilen. Problem ist halt auch, du darfst halt nicht stehen bleiben. Du verlierst, wenn du stehen bleibst. Mhm. Aber manchmal willst du ja stehen bleiben, um ihn zu treffen. Na, so irgendwie. Du kannst es dir halt später, glaube ich, gar nicht erlauben, einfach mal irgendwie stehen zu bleiben. Und das ist halt gar nicht so einfach. Vor allem, weil dann ja auch teilweise drei von diesen Homing-Nägeln auf dich zufliegen. Und du dann, du kannst nicht direkt auf ihn zustürmen, weil dich dann die Nägel treffen und sein Schild. Also musst du quasi außenrum irgendwie versuchen, an den dran zu kommen. Und das kostet halt auch sehr viel Zeit. Die Frage ist, mehr Unverwundbarkeit oder irgendwas um mich herum wird mich vermutlich alles nicht retten. Und die Frage ist, wie viel macht das? Die Sache ist, wenn du Schaden nimmst, fängt die Regeneration wieder von vorne an. Das geht nur, wenn du wirklich, ich sag mal so, 10 Sekunden lang keinen Schaden nimmst, um eine Maske zu heilen. Und auch immer nur die letzte Maske, die du gerade Schaden genommen hast. Nee. Also das Regenerieren eignet sich nur, wenn du Jump'n'Runs machst und dir wirklich sehr viel Zeit nimmst. Okay. Dass du einfach nach einem Fehlversuch stehen bleibst für 10 Sekunden, dich heilen lässt und danach weitermachst. Das hat schon so ein bisschen was von Bullet Hell, ja. So Toru-mäßig. Und da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Das macht mich nämlich meistens ziemlich nervös, wenn ich so sehr extrem ausweichen muss. Hallo? Okay. Dann gucken wir doch nochmal. Also der ist schon nicht so einfach. Aber jetzt, wo ich alle Kriegertröme mal gesehen habe, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, warum manche Leute meinten, dass die irgendwie doof sind oder billig. Die sind eigentlich recht cool. Ja. Ja, das war phänomenal. Ah! Reden wir da bitte nicht mehr drüber. Du springst irgendwann genau dahin, wo die gerade herkommen. Ja. Ich habe irgendwie gerade ein Talent dafür, in alle reinzuspringen. Ja. Da stand ich leider genau auf der falschen Seite. Das, meine Güte. Ist das schon wieder so ein Versuch? Ja, es ist so ein Versuch. Den hast du aber gerade richtig gegeben. Schon? Jetzt mal eine Runde ausweichen, um gleich zu heilen. Ja, prinzipiell schon. Wo ist er denn? Links. Ja! Vor allem, der eine Schild fliegt weit, der andere bleibt bei ihm dran jetzt. Ja. Ist aber auch echt teilweise beschissen an ihn ran. Mhm. Nice. Hi. Thank you.
Die Wombo-Kombo. Invincibility Time perfekt ausgenutzt. Also der Gegner deine. Ja. Okay. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Ich habe auch nichts mehr zum Heilen, sehe ich gerade. Dadurch, dass du beim Heilen abgebrochen wurdest, ist deine Seele weg gewesen, aber du hast die Maske nicht bekommen. Das ist halt echt doof gewesen, weil ich war genau auf der falschen Seite. Ich hätte mich ja geheilt, aber ich war halt genau auf der Seite, wo sein Schild mich getroffen hätte. Und bei dem Versuch, auf die andere Seite zu kommen, habe ich irgendwie alles dann verloren, sag ich mal. Also du musst manchmal halt echt so ein bisschen Glück haben, dass du genau richtig stehst, wenn er seinen Angriff machst. Weil sonst kannst du das echt vergessen mit dem Heilen. Und du bekommst auch nicht so sonderlich viel Seele zurück. So viel wie bei jedem Gegner, anderen Gegner auch. Nur, dass du den halt nicht so gut treffen kannst. Also den finde ich schon knackig. Vor allem, weil der am Ende echt durchdreht. Wenn es halt nur der Fall wäre, du darfst ihn nicht berühren und du darfst sein Schild nicht berühren, okay. Aber dass er halt dann auch noch so extrem aggressiv seine Sachen schießt, ist schon nicht so nett. Warum muss die Seele sich eigentlich immer so wehren? Weil sie dich nicht mag. Ja, die Bosse drehen heute irgendwie alle so gegen Ende durch. Was ist deine Meinung zu dem? Ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Aber du hast ihn jetzt ja gesehen. Ich finde ihn anstrengend, weil er sich nicht treffen lässt. Schon, ne? Kann einfach nett bleiben und da stehen bleiben, damit er drauf geht. Ja, echt mal. Kann doch einfach mal, ne? Soll sich mal nicht so anstellen. Oh. Ich finde das auch voll unfair, wenn mir zwischendurch die Nase juckt und er einfach nicht auf mich wartet. Ich muss mit ihm hinterherlaufen die ganze Zeit. Manchmal. Manchmal, steht er auch in dir drin. Wir mal, dass die Ecke hier reicht. Wie dachte ich, aktiviere jetzt Phase 2. Und ich habe manchmal auch das Problem, dass ich ihm ausweichen möchte oder dass ich generell springen möchte und dann irgendwo hängen bleibe. So irgendwie... Oder dass du ihm ausweichst und einem Stachel in die Fresse fliegst und andersrum. Ja. Auch noch gar nicht. Manchmal kann man etwas schlecht unterscheiden, ob er jetzt diesen Angriff macht oder seine Phase wechselt. Ich glaube, wenn er seine Phase wechselt, beginnt einfach die Phase nochmal von vorne mit ich flieg durch die Gegend und schieß Lanzen nach dir. Face-Tanken ist zwar schön und gut manchmal, aber ich glaube, in dem Fall darf man irgendwie auch nicht greedy werden. Ich lasse mich in der zweiten Phase immer so viel treffen. Wo ist der? Oh, links. Bitte auf diese Frage mit genauer Angabe antworten. Okay.
Mit oben. Oben hat mir nicht so viel geholfen. Okay, heilen kann ich gerade. Es wäre halt wahrscheinlich echt schlau, sich in seiner Nähe zu stellen, aber er hat ja auch diesen normalen Schild. Mhm. Also. Nein! Komm nicht von oben! Nein! Man, wir stehen manchmal auch einfach nicht. Das ist so ätzend. Nice! Oh. So manchmal denkst du dir so, und dann ist dein Arm einfach zu kurz. Das ist so traurig. Nie wurde ich im Kampf geschlagen. Ich kann mich selbst dort sehen, noch schlafend. Wie lange war ich hier versteckt? Hier, am Ende der Welt, konnte mich niemand finden. Niemand außer dir. Krieger, Ritter, Könige und selbst die Zeit. Sie haben keine Macht über mich. Nur du. Du bist die Finsternis. Gekommen, um mich zu verzehren. Gab es noch ein Nagel-Upgrade bei 1.8, ne? Mhm. Bei 1.8. Mhm. Die Sache ist, ist jetzt vielleicht am schlausten, erst zum Kolosseum zu gehen, auf die Bank, dann Punkt zu setzen und dann zu gehen? Wohin willst du gehen? Zur Schamanin. Also nicht zur Schamanin, zur Nageltante. Das ist die Schamanin. Um mein letztes Upgrade zu holen. Zeig mal kurz, wo du gerade bist. Na, porte dich raus. Wollte gerade sagen, aber dann fällt mir ein, du hast keinen Portpunkt in der Nähe. Ich würde schon fast sagen, geh zurück in die Stadt der Tränen. Weil Willst du eben gehen? Ja, den Weg hier hoch finde ich schon fast anstrengender als über die Stadt der Tränen zurück. Und bevor du mir jetzt im Detail erklärst, wo ich überall lang muss, weil ich könnte jetzt, ich meine bei 1.8 ist mein letztes Nagel-Upgrade, dann könnte ich mir das nämlich holen und danach nochmal im Kolosseum gucken, ob ich da Bock habe, aber so oder so beim Kolosseum halt stehen bleiben. Heute kein Kolosseum mehr? Mal gucken. Ich muss mich erstmal ganz kurz von dem Kampf erholen, der war nämlich gar nicht so einfach. Also ich habe zwischendurch so ein bisschen gedacht, ne, so Face-Tanken, das hat ja auch so ganz gut geklappt, aber... No! Der verfolgt mich! Du hast halt schon sehr viel Schaden genommen beim Face-Tanken, deswegen habe ich dann irgendwann mir so gedacht, nicht ganz so viel. Also ich glaube, es ist echt so ein Fall von, du musst leider einfach ein bisschen geduldig sein. Aber es hat gut funktioniert. Haben wir den schon gestrichen? Nee. Ich muss nur auf der Hof zur Stadt drehen. Ich weiß nicht, aber es wäre cool, wenn du da hinlaufen würdest irgendwo. Nein, kommt nicht. Weißt du, dann habe ich dir den Controller in die Hand gedrückt, weil ich mir dachte, du bist schneller als ich am Ziel und dann verkackst du. Ja, das ich vergessen aber, dass man da nur runterfallen kann an der einen Stelle, nicht hoch. Du hast jetzt gerade 2 Minuten meines Lebens verschwendet. Das ist fein. Wie fühlt sich das an? Eigentlich ganz cool. Aber warum? Ich weiß nicht. Verschwendung ist nie gut. Ich fülle einfach dafür 2 andere Minuten meines Lebens mit was Schönerem. Ja, aber dann bekomme ich die anderen 2 Minuten ja trotzdem nicht wieder. Du kannst ja auch 2 Minuten mit was Schönem füllen, jetzt sind es schon 3. Und mir trotzdem meine Lebenszeit nicht klauen. Aber dafür gebe ich dir halt was Besseres. Das heißt, wenn du mir keine Lebenszeit klaust, dann bekomme ich auch nichts Nettes von dir als so, ne? Anscheinend. Ist halt schon irgendwie ein schlechter Deal. So wie in Full Metal Alchemist. Um irgendwas zu bekommen, musst du was Gleichwertiges eintauschen. Das heißt, um schöne Lebenszeit zu kriegen, muss ich auch schlechte Lebenszeit ertragen. Ja. Das finde ich irgendwie doof. Ich meine, sehe ich aus, wenn ich einen Metallarm hätte oder so? Also scheint das ja auf mich nicht, ne? Ich möchte diesem Prinzip bitte nicht folgen. Also lauf jetzt einfach richtig. Okay. Gut, dass ich den Anime übrigens nie gesehen habe, aber ein Grundverständnis dafür habe und dieses eine Meme kenne, weil die Community auch nur dieses eine Meme hat. Mit dem Hund. Hund?
Ist das ein Hund? Ja, ein Mädchenhund. Ja. Oh no! Da flog der Kopf. Solange es nicht deiner war, ist alles gut. Nö, meiner. Hi. Meiner ist noch dran. Und Jan. Jetzt haben wir die Gegner gesprengt. Hab jetzt auch einen anderen Weg genommen. So, ein ganz schön weiter Weg zurück. Ja, ich bin auch einen anderen Weg jetzt gegangen, spontan. Ja, aber ist trotzdem weit. Ich bin nämlich direkt zum Kolosseum gegangen. Okay. Aber wir wollten ja eigentlich zur Schamanin. Ja, aber du wolltest doch deinen Teleportpunkt hier hinsetzen. Es war halt eine Idee. Und zumindest sich immer hinsetzen. Aber ich glaube, hier drin konnte man ja keinen setzen. Nee, ich glaube, draußen musste man. Ja, wir waren echt erfolgreich bis dato. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich ins Kolosseum reingucken sollte oder nicht. Ich weiß halt nicht, wie schlimm es ist. Ich glaube schon, dass es schlimm ist, aber ich weiß halt nicht, wie schlimm. Und ich habe so ein bisschen... War das richtig? Wait. Ich wollte heute links runter, rechts runterfallen, weil da die Stacheln sind. Ah. Und ich weiß halt nicht, wenn ich einmal ins Kolosseum reingeguckt habe, ob ich da nicht einmal Blut geleckt habe. Ja. Aber ich würde zumindest schon gerne mal reingucken. Dann wiederum, bei Zota habe ich auch nur reingeguckt und da nicht gemacht. Also ich glaube, ich habe nach dem verlorenen Kind gelernt, dass man auch in Bosskämpfe reingucken kann und sie nicht sofort machen muss. Aber ist es also nicht zwingend notwendig, alle Kriegerträume zu machen, um den Nagel voll zu kriegen? Oder du könntest auch auf gut Glück alles farmen. Dauert vielleicht nur ein bisschen länger. Ja, die Kriegerträume oder die Traumbosse machen es ein bisschen einfacher. Weil die dir sehr viel Essenz auf einmal geben. Die Jüngen. So. Die Zeit ist gekommen, der Traumnagel und auch du, Träger. Es ist an der Zeit für euch beide zu erwachen. Die Essenz, die du gesammelt hast, die Hoffnung, die in diesem alten Königreich verbleibt, reines Potenzial, lass durch dich hindurch und in den Traumnagel strömen. Hebe ihn empor, Träger, erwachet! Bin ich jetzt cool? Erwachter Traumnagel. Halte X, um einen Hieb mit dem Nagel aufzuladen und auszuführen. Der Traumnagel wurde verbessert. Er kann nun selbst in den am besten geschützten Verstand eindringen. Jetzt kann ich den komischen Typen da. Den kannst du jetzt anhitten und in seinen Traum rein. Nun kann sich kein Traum mehr vor dir verbergen. Du kannst in den dunkelsten Orte sehen. Du musst nur den richtigen Spalt finden. Was wirst du mit einer solchen Kraft anfangen, Träger? Wessen Erinnerung wirst du jagen? Tu, wie dir beliebt. Mein Versprechen ist erfüllt. Mögen die Verbrechen deines Stammes von der Zeit fortgespült werden, wie auch die restlichen dieses Königreichs. Sagt dir noch was, wenn du mit dir nochmal redest? Ich habe eine Besessenheit in dir geweckt. Okay. Ist einfach nur für ein Achievement. Okay, für 2-4 gibt es noch ein Achievement, aber das brauchen wir jetzt nicht zwingend. 1-8 ist das, was du eigentlich brauchst, um den erwachten Traumnagel zu kriegen. Ich könnte mir halt vorstellen, ich weiß halt nicht, du hast ja gemeint, es ist kein Kriegertraum, der mir noch fehlt, der eine. Mhm. Also irgendwas anderes noch. Machen wir das später? Du kannst, wenn du möchtest, auch gerne kurz reingucken, aber prinzipiell war das erst für später angedacht. Okay, ist es also auf der Liste drauf? Nein. Warum nicht? Weil es das True Ending was ist.
Das ist ja nur die optionale Liste, oder nicht? Das sollte eigentlich die Liste sein mit den Dingen, die ich halt noch vorm Final Boss mache. Ich ging davon aus, da ist nur das optionale Zeug drin. Aber es ist auch das eine der letzten beiden Sachen, die du fürs True Ending noch brauchst. Also ich wollte eigentlich als nächstes nämlich sagen, ich nehme mal an, dass der erwachte Traumnagel fürs True Ending wichtig ist, aber das hattest du mir dann jetzt ja schon gesagt. Ja. Damit. Ja. Weil du schon einen Schritt weiter warst, wie immer. Ich habe größere Füße deswegen. Ja. Oder größere, längere Beine, nicht größere Füße. Du hast doch größere Füße. Das stimmt. Wäre auch seltsam, wenn nicht. Du bist schon so 7 Schuhgrößen größer. Mhm. Okay. Ich meine, ich sag mal gut, man kann ja auch erst die beiden Träumer machen und danach gucken, was man noch fürs True Ende braucht. Ist auch gutes Denglisch. Dementsprechend kann man das ja dann einfach hinten dran schieben. Dann kann man das ja im nächsten Stream machen. Die True Ending Sachen und die Träumer und so. Die Frage ist jetzt, ob wir noch ins Kolosseum gehen. Dann setze ich nur vorher nach unten auf die Bank. Okay. Wieso gehst du wieder raus? Ich weiß nicht, ich dachte kurz, die Bank wäre draußen. Ach so. Ist ja richtig gemein, einfach draußen warten lassen in der Kälte. Ja. Statt hier unten bei den ganzen Leichen. Wobei, so tot sehen die, glaube ich, gar nicht aus. Nee. Die Sache ist, weil ich es gerade zwischendurch gelesen hatte, so von wegen, wenn der Stream jetzt noch in die Länge gezogen wird, uff. Ich meine, ich kann das verstehen, aber ich kann jetzt nicht auf alle Rücksicht nehmen und schlagartig den Stream beenden, nur weil jemand duschen möchte. Dann kommt nämlich der Nächste. Nee, Moment, ich muss noch eben essen. Und der Nächste, nee, aber ich habe die nächsten 10 Minuten nichts zu tun und dann muss ich weg, mach doch mal irgendwas. Ist ein bisschen schwierig. Aber wir sind ja mit den meisten Sachen jetzt auch durch. Also das, was uns jetzt noch fehlt für heute von der Liste, wäre nur das Kolosseum. Und das kann man jetzt nur doch nachgucken, wenn ich es jetzt wirklich noch mache, ne? So ist es ja nicht. Ich würde halt, glaube ich, schon gerne mal reingucken zumindest.